Wir sind heute wieder am Brick Beach und wir wollen heute an der Steilküste weiterarbeiten. Wenn du nichts mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne meinen Kanal und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuschauen. Wie schon im Intro gesagt, soll es heute speziell um die Felswand gehen. Wir wollen sie so hoch bauen wie rechts die Felswand und vielleicht bauen wir auch noch links diese Kurve. Wie ihr seht, ziehe ich jetzt am Anfang erstmal alles nur gerade hoch. Ich hoffe, das Video gefällt euch bis hierhin. Schreibt doch gern mal ein paar Ideen für den Brick Beach in die Kommentare. Im nächsten Video werde ich dann auf die drei besten eingehen. Wie ihr seht, habe ich auch immer probiert, Snowboard-Techniken einzusetzen, aber das ist mir natürlich nicht immer gelungen. Am Ende sah es dann doch ganz gut aus. Hier habt ihr nochmal die Sicht von oben. Hier baue ich gerade ein Felskonstrukt, was so ein wenig rausragt aus der Felswand. Das sieht man ja auch oft bei größeren Bergen. Wenn wir das nächste Mal an der Steilküste weiterbauen sollten, dann wird mir die rechte Seite als Felsvorsprung dienen. Die linke Seite werde ich dann wie so ein Berg davon abtrennen. Die Bepflanzung darf natürlich auch nicht fehlen. Das Ganze habe ich jetzt mit diesen grünen Lego-Blättern einfach gelöst. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Meiner Meinung nach haben wir in dieser Folge wirklich viel geschafft. Ihr könnt das auch gerne hier noch an dem Video sehen. In der nächsten Folge können wir dadurch dann auch die ersten Felsvorsprünge bauen. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass doch gerne noch ein Abo da. Und sonst sage ich Tschüss.